Ja, wenn ihr wissen wollt, ob der Eisbrecher heute gewinnt und einen Fisch fängt, bleibt dran. Angekommen im totalen Desaster. Ja. Wir hatten eigentlich die letzten Nächte gute Plus-Temperaturen, aber heute Nacht minus 5. Minus 1 waren nur angesagt. Jetzt sind wir am See und der See ist zugefroren. Das heißt, irgendwie ändert sich jetzt auch ein bisschen mein Plan. Das heißt also, technisch gesehen, was werde ich heute tun? Eis brechen, klar. Erste Geschichte, ganz wichtig. Zweite ist, womit werde ich angeln? Sollte ich das Eis nicht großflächig freikriegen? Oder sich nicht von alleine auch auflösen, vielleicht haben wir ein bisschen Glück, werde ich natürlich vertikal angeln. Werde ich wahrscheinlich zum Beispiel mit so einer kleinen, hübschen Zikade, ja, vom Prorex mein Glück versuchen. Und das habe ich schon mal geschafft beim Bellyboot Eisangeln sozusagen. Ja, ansonsten würde ich gerne Kauleiner fischen. Ja, entweder mit so kleinen Steering Sheds, Steeds. Ja, sieht echt toll aus. Ein bisschen glänzende Flakes drin, so, das ist irgendwie cool. Vielleicht auch mit einem Tournament D-Fin, ja, finde ich auch stark. Auch die Farbe finde ich stark. Ja, ist nicht zu matt, also es passt irgendwie auch ein bisschen zur Sonne. Dann die gelben Flakes drin, also mir würde das Ding irgendwie gefallen, aber ich bin ja kein Barsch. Das müssen die dann nachher entscheiden. Also das sind kleine Gummifische, ist natürlich auch klar, irgendwie, wenn aber natürlich eher wirklich klein. Also in der Art wie das hier, mal ein Duckfin, ja. Oh, der ist auch schon vorne schön zerbissen. Da haben sich wahrscheinlich schon viele kleine Barsche drauf gestürzt. Ich hoffe, heute vielleicht auch ein größerer. Ja, wir gucken. Also das wird so sein, ne? Was heute irgendwie mehr oder weniger ins Programm geht. Was auf jeden Fall auch mit dabei ist, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, eigentlich wollte ich heute Wobbler schmeißen. Das war nicht so mein Traumziel. Hatte mich gut eingedeckt, also mir eine kleine Box gepackt. Zum einen natürlich mit diesen Steeds Shads. Ja, ich finde die Köder total geil. Ich habe mal hier so drei verschiedene Lauftypen. Packe ich euch mal hin. Absoluter Favorite. Man sieht schon so viel Button Bounce. Genau, damit kann man eigentlich ziemlich viel bedienen an Wassertiefe. Aber wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, wo wir heute vom Prinzip überhaupt fischen werden. Der See ist halt, wie gesagt, zu 90% geschlossen. Und da, wo ich freies Wasser sehe, habe ich auf jeden Fall noch nie einen Fisch gefangen. Vielleicht wird es auch heute so passieren, dass ich mich nur da aufhalten muss. Wir werden sehen, wie dick das Eis ist. Und ihr werdet es auch sehen. Jetzt baue ich mir, bevor es jetzt losgeht, schon mal einen Carolina-Rig fertig. Was wir jetzt brauchen, ist ein 10 Gramm Tungsten. Das 10 Gramm Tungsten ist deshalb wichtig heute, weil wir verhältnismäßig tief fischen. Also wir fischen jetzt nicht auf 2 Meter oder so, sondern so auf 5, 6, denke ich mal, wird sich, wenn wir Barsche finden, werden sie sich dort aufhalten. Und damit komme ich gut runter. Und ist für mich einfach das optimale Gewicht. Jetzt hole ich mir noch eine Glasperle. Hierbei muss man dann gut überlegen, was man fischt. Ich liebe Rot. Ja. Aber heute, bei so einem starken Sonnenschein, denke ich, dass hellere Effekte unter Umständen mehr Glanz, mehr Spiel bringen. Und von daher entscheide ich mich für was Kristallklares. Natürlich ein bisschen angeschliffen, damit wir auch ein bisschen Lichtbrechung erreichen. Das Wasser hier ist verhältnismäßig klar am See. Das heißt, da unten kommt auch Licht an. Genau, dann brauche ich noch einen Wirbel. Oder ich kann auch noch, wenn ich das möchte, kann ich natürlich meinen Knoten schützen, indem ich noch eine Gummiperle vorsetze. Machen wir mal. Ja. Noch eine kleine Gummiperle. Ja. Dann habe ich immer das Glück, dass die Glasperle nicht direkt auf den Knoten schlägt und ja, die Montage länger hält. Ja, sieht dann irgendwie so aus. Und dann setze ich einen Wirbel. Den vorderen Teil mache ich vom Prinzip her immer so, dass wir hier ein stärkeres Vorfach fischen. Also hier ist jetzt vom Prinzip her knapp über 30 was verbaut. Und im Winter, wo ich so extrem langsam fische und auch die Barge vom Prinzip her sich die Köder lange angucken, verwende ich ein dünneres Fluorocarbon. Deshalb liegen hier auch 2 Spulen bei mir auf dem Boot. Sonst hätte ich das nicht. Denkt immer dran, den ganzen Kram irgendwie immer gut wegzupacken, was ihr abschneidet, weil die kleinen Vögel im Frühjahr sich das alles in die Nässe sammeln. Genau, für das Vorfach kommt dieses Fluorocarbon hier zum Einsatz. Ja, ich mag dieses Fluorocarbon insgesamt total gerne. Nicht deshalb, weil es Fluorocarbon ist, was jedem bekannt ist, was es bedeutet, also so gut wie unsichtbar unter Wasser. Es hat eine gute Tragkraft. Ja, und das Schönste ist hierbei, dass ich nie wieder Tüdel habe, weil ich vom Prinzip her mir es einfach hier über diesen Gummistraps vom Prinzip her einfach sauber runterziehen kann, soweit ich es brauche.
Und dann habe ich nicht dieses Tüdelzeugs in der Tasche und ja, alles ein bisschen aufgeräumter. Finde ich irgendwie gut. Gerade die, die ein bisschen mehr mitschleppen, wissen, wie schnell Unordnung entsteht. Ja, ich weiß es auf jeden Fall. Wir bekommen das Eis tatsächlich weggeschoben. Und das bedeutet letztendlich, Angeln findet statt. Bäm, geil. Hoffentlich fangen wir auch was. Coole Bedingungen irgendwie, witzig. Jawohl. Dank der Klimaerwärmung sieht Eisangeln jetzt so aus. Wir müssen es vom Bellyboot irgendwie angehen. Tatsächlich haben wir diesen wunderschönen Barsch. Ey, mein Digga, du kannst ruhig ein bisschen, ne? Kannst mal zeigen, wie schön es ist. Ich denke mal, es ist ein knapper 40er. Ja, damit habe ich jetzt irgendwie innerhalb kurzer Zeit eigentlich das erreicht, was ich haben wollte. Einen schönen Barsch für heute. Und ja, worauf ich den gefangen habe, muss ich euch gleich zeigen. Hier seht ihr den schönen, eine Zikade von Prorex. Es ist irgendwie verrückt, dass wir tatsächlich heutzutage Eisangeln irgendwie so absolvieren. Die Wassertiefe ist hier relativ cool. Wir sind bei 7,50 Meter. Das ist okay. Den Fisch kann man, wenn man es denn möchte, zurücksetzen. Immerhin ist es eine Laichmaschine. Ja, hopp. Ja, leider nicht viel zu sehen, bis der Kameramann sich hier durchs Eis gebrochen hat. Vergeht immer ein bisschen Zeit. Sie sind echt faul. Ja, im Winter sind sie echt faul. Sieht top aus. Schöner Fisch. Ja, ich glaube, ihr fragt euch bestimmt, was ich hier immer so ein bisschen mache. Also viele Angler kennen es ja schon. Also ich habe hier ein Live-Scope. Jetzt ist es ziemlich gemein. Ich habe gerade zwei Barge direkt unter mir. Aber trotzdem spreche ich kurz mit euch. Ja, was habe ich jetzt hier mal gemacht? Ich habe mir eine Rinne reingebrochen, ein bisschen mit dem Hintern dabei gewackelt, dass die Rinne ein bisschen breiter wird. Und dann habe ich das Carolina, diese 15, 20 Meter sozusagen, auf die Barge geworfen, die in die Rinne wieder einziehen, dass man das Ganze irgendwie so machen kann. Also sie sind echt zickig. Ja? Und wir werden mal gucken, ob da noch was kommt. Schön sind sie alle mal. Ich fische jetzt gerade Dropshot, weil ein guter Freund von mir, der auch auf dem Wasser ist, den ihr natürlich nicht seht, ja, der bleibt immer unsichtbar, der böse, gute Freund. Und der hat mit Dropshot gefangen. Ja, jetzt gucke ich mir das hier auch mal an, wie das so läuft mit Dropshot. Und habe hier tatsächlich ein paar Barsche. Wollen wir mal gucken, ob einer das so annimmt. Aber aktuell sehe ich keinen, der auf mich Anlauf nimmt hier. Ja, es kommt keiner zu mir. Sie stehen jetzt hier alle 4 Meter rechts von mir. Das ist aber eigentlich beim Eisangeln manchmal mal so eine Sache, die, ja, wir machen ja eigentlich Eisangeln. Man kann das mal erklären. Also es ist nicht schlimm, an seinem Eislock zu verweilen und dann zu fischen. Also im Normalfall sind die Fische zu der Jahreszeit sehr sensibel und nehmen, ich sag mal, das Gestucke jetzt, das Bleis zum Beispiel auf dem Grund, das nehmen die wahr und schwimmen dann eigentlich auch die 3-4 Meter. Aber ich sage im Moment eigentlich, also sie tun es gerade nicht, aber naja, vielleicht irgendwann machen sie es. Kommt er. Was ein Klopper vom Barsch, Alter. Den können wir auch so nehmen. Der bietet das richtig an. Maul auf, guckt euch das an. Das Ding weg, ey. Es ist unglaublich geil. Ja, Carolina, ne? Hier ein kleiner eisfreier Platz. Cooles Teil. So. Köder des Tages. Auf jeden Fall für mich, ja. Also beim Carolina Fischen, ich finde immer diese kurzen Sprünge ganz gut. Wir haben hier recht schlammigen Grund, man sollte nicht zu schwer wählen, weil ansonsten hat man viel Dreck dran. Und wenn sich das Blei löst, dann ist es ein bisschen zu abrupt. Von daher fische ich sowas hier gerne so 7 bis 10 Gramm. Das ist immer super. Und kleine Sprünge, das reicht schon.
Manchmal ist es auch, wenn der Grund ein bisschen härter ist, lieber auch Zugfischen. Aber dann bleibt er hier an diesem Gewässer auf jeden Fall immer kleben. Das mag ich dann nicht so. Von daher immer diese kleinen Hüpfer am Grund. Finde ich toll. Und hat auch geklappt heute. Weiterhin noch gar nicht erwähnt, ich habe hier was richtig Cooles in der Hand. Hübsche kleine Baitcaster, 5 bis 18 Gramm. Und ich war daran beteiligt. Ja, habe die zusammen mit Moritz Gerd ja, entwickelt, dass sie vom Prinzip her genau meinen Geschmack trifft. Ich zeige sie euch mal. Ich glaube, musste sie einmal so drehen. Machen wir sie mal schnell zu. Hopp. Und sie ist perfekt im Dekor passend zur Steez. Und ja, wie gesagt, ich finde eine traumhafte Route, 5 bis 18. Ja. Und ihr habt ja gesehen, sie hat heute auch geile Fische gefangen. Ja. Bis auf einer ging alles auf ihr Konto. Ja, ChatGPT hat sich geirrt. Ja. Und ich habe mich auch geirrt. Dropshot liegt mir scheinbar momentan nicht. Von daher bin ich ganz glücklich, dass zumindest das Carolina-Angeln ganz gut funktioniert hat. Und unter diesem Aspekt war das ein geiler Tag. Alles kommt anders. Ich hatte mir was anderes vorgenommen. Aber ja, Flexibilität zahlt sich am Ende irgendwie immer ein bisschen aus. Ja. Ja, so ist es halt. Also sorry, was ich euch alles für Köder gezeigt habe, Twitchen und so. Ja. Ging heute nicht. Ja, das ist ein riesen Barsch, Alter. Oh, ja. Jappa! Boom, Mann! Carolina! Ich feiere das gerade total, Alter. Wo kamen die Fische her, Kameramann? Sag mal. Boah, ist das ein Schuppen, ey. Boah, ey, krass. Boah, Los Colors. Oh, im Gegenlicht. Aber bestimmt auch schön. Yes, Mann. Yes, es ist ja unglaublich. Was ein Monster. Petri, hi Petri, dank. Köder hast du gut gemacht. Ja, ich glaube, mit dem Fisch verabschieden wir uns für heute. Ja, und werden noch gucken, dass wir noch ein bisschen Spaß haben. Bis dann. Zwei Sachen noch, ganz wichtig. Punkt 1, ein bisschen Werbung muss sein. Ja, deshalb zeige ich natürlich euch auch Ruten, Rollen und auch schicke Köder. Weil irgendwie muss ja am Ende der Film auch finanziert werden für euch. Ja. Und die zweite Sache, wenn ihr im Winter so eine Nummer macht auf einem See, der irgendwie Eis drauf hat oder ähnliches, achtet darauf, dass es ein kleines Gewässer ist, dass ihr schnell zurückkommt und dass euer Bellyboot über mehrere Kammern verfügt. Sollte tatsächlich mal sich irgendjemand einen Eissplitter irgendwo reinrammen, dann ja, kommt er zumindest noch nach Hause. Und darum soll es auch gehen. Also nicht irgendwie komplett übertreiben, ja, nicht auf die Müritz fahren irgendwie oder ähnliches. Bleibt auf kleinen Gewässern mit sowas. Und fahrt nicht allein. Weil zu zweit, das hilft sich auch immer gut und dann gibt es auch keine Probleme. In diesem Sinne.